Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe heute für euch eine neue Folge von Gefechtsausbildung für schwere Panzer dabei. Und heute soll es um die Königsdisziplin beim schweren Panzerfahren gehen, und zwar um das Zugspielen. Warum ist das die Königsdisziplin in meinen Augen? Weil ich immer wieder Züge sehe, die entweder komplett deplatziert besetzt sind. Das heißt, ihr spielt in einer Kombination, die nicht zusammen wirken kann. Ihr spielt mit drei unerfahrenen Spielern zusammen in einem Zug, die alle irgendwo ihren eigenen Krieg fahren. Das sind alles Sachen, die muss man auch erstmal lernen. Es ist nicht so, dass nur weil man zusammen als Zug in ein Gefecht klickt, dass man automatisch bessere Chancen hat zu gewinnen, sondern ganz im Gegenteil, man kann auch sehr, sehr stark als Zug dazu beitragen, dass das Team verliert. Gerade wenn ihr jetzt drei sehr unerfahrene, schlechte Spieler seid, dann ist es häufig genug so, dass ihr nicht nur eurem Team schadet, sondern auch euch selber, weil ihr im Prinzip noch deutlicher daran arbeitet, Gefechte häufiger zu verlieren. Von daher sollte es schon eine ausgeglichene Mischung sein im Team, im Zug. Und ihr solltet vor allem wissen, was ihr vorhabt. Ihr solltet vorher mit euren Teammates kommunizieren, was ihr vorhabt. Wir befinden uns jetzt hier auf der Map Wadi. Wir sind im Achtergefecht Top-Tier. Und nur weil ihr als Top-Tier-Zug in ein Gefecht startet, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch gleichzeitig bessere Siegchancen habt. Das ist das, was ich euch zeigen möchte. Sondern es kommt vor allem darauf an, dass ihr als Zug Akzente in dem Gefecht setzt. Wir haben uns dazu entschieden, jetzt hier unten in dieses Wadi reinzufahren. Ganz einfach aus dem Grunde, weil es im Gegnerteam zwei Artis gibt. Einer davon ist auch ein sehr, sehr kompetenter Spieler. Der andere sitzt in der M40, die euch als Achter Heavy sehr, sehr zusetzen kann. Und wir haben uns hier auch schon bekannt gemacht mit dem Oho. Dahinter kommt noch ein Löwe. Und was wir jetzt machen, ist im Prinzip, wir fokussieren gemeinsam ein Ziel. Ich bin hier unterwegs mit Elena und meinem guten Buddy Max. Elena sitzt in seinem T54 Mod 1, in einem Medium, der als Top-Tier auch sehr, sehr gut auf der Heavy-Flanke kämpfen kann. Ich habe jetzt hier schon relativ viel Schüsse gefressen. Ich habe einen Schuss vom Oho bekommen, noch einen vom Oho und dann noch einen von der IS, die noch gar nicht aufgegangen ist. Von daher müssen wir jetzt hier ein bisschen zusehen, dass unsere HP so ein bisschen beisammen bleiben. Und jetzt vielleicht die anderen beiden aus meinem Zug so ein bisschen dann für mich vorne den Prellbock spielen. Leider an dem Challenger hier vorbeigeschossen. Und Max übernimmt die Rolle auch schon super und bindet hier den Löwen. Ich versuche jetzt hier vielleicht auf den T29 zu schießen. Elena hat ihn schon getroffen. Keine Ahnung, wo der Schuss hingegangen ist. Leider gebounced, obwohl er uns die Turmseite gezeigt hat. Da fährt er runter und jetzt müsste ihn eigentlich mein Buddy rausnehmen können. Also übernimmt der GW Tiger für uns und Max kann an der Stelle den Löwen rausnehmen. Und so einfach geht das. Wenn ich jetzt hier alleine gewesen wäre, hätte ich ganz sicherlich das Gefecht nicht überlebt, weil alles auf mich geschossen hat. So haben wir uns das geteilt. Elena hat relativ gut Schüsse gebounced. Hinter uns kommt jetzt noch ein T54 Mod 1. Der T54 Mod 1 bounced sogar mit Gold auf uns. Das ist natürlich hervorragend. Jetzt muss ich Elena hier kurz wegschieben, um mich so ein bisschen mit meiner Unterwanne hier zu schützen und nur noch meinen Turm quasi rausschauen zu lassen. Aber der T54 Mod 1 hat schon andere Probleme. Und ich jetzt ehrlich gesagt auch. Hinter mir ist jetzt noch der japanische Tiger aufgetaucht. Da ist dann auch die IS-3 noch am Start. Und der Challenger steht da hinten auch noch irgendwo. Aber was ich euch im Prinzip in den drei Replays, die ich jetzt mitgebracht habe, zeigen möchte, ist, dass ihr zusammen als Zug, als Einheit agieren müsst. Ihr müsst euch abwechseln mit dem, mit der Aufnahme von Schaden, mit dem Austeilen von Schaden. Aber viel, viel wichtiger ist noch das, was ich zuerst gesagt habe, die Aufnahme von Schaden. Wenn einer von euch low geschossen ist, dann muss der andere automatisch in die Fußstapfen treten und den Schaden fressen. Und das haben wir jetzt hier gerade am Anfang sehr, sehr gut gemacht und haben unsere Achter-Counterparts rausgenommen. Der Löwe ist raus, der Oho ist raus. Und auch der T54 Mod 1 ist raus, davon zwei sehr, sehr kompetente Spieler, die wir hier schnell im Wadi erledigen konnten. Und ich hatte es schon angesprochen, ihr müsst einen Plan haben, ihr müsst vor allem kommunizieren, ihr müsst zusammenarbeiten. Und was noch viel, viel wichtiger ist und die regelmäßig, Elena zum Beispiel ist jemand, der bei mir regelmäßig freitags mit Zug fährt, wenn ich in meinem Stream mit den Zuschauern Zug fahre. Was mir dabei ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man die nötige Aggressivität an den Tag legt. Und das ist halt so eine Sache, die könnt ihr alleine nicht leisten. Wenn ihr alleine unterwegs seid, muss man viel, viel häufiger, viel, viel zurückhaltender spielen. Wenn ihr aber in einem Zug unterwegs seid, dann könnt ihr, gerade wenn ihr Top-Tier seid, schon sehr, sehr aggressiv spielen.
Ich hatte ja auch in der Vergangenheit schon Zugbeispiele mitgebracht, wo wir das selbst als Low-Tier umgesetzt haben, wo wir mit unserer IS-3 im 10er-Gefecht entscheidende Akzente gesetzt haben. Und das ist halt immer wieder der ausschlaggebende Faktor. Wenn ihr tatsächlich als Zug eure Winrate pushen wollt, wenn ihr häufiger Gefechte entscheiden wollt, dann müsst ihr auch die nötige Aggression an den Tag legen. Und ihr dürft es gar nicht zulassen, dass euer Team in diese Situation kommt, dass sie sich wasten können, ohne dass ihr davon als Zug profitiert, sondern ihr müsst diejenigen sein, die ganz vorne kämpfen und euer ganzes Team quasi mitziehen. Ich denke, das haben wir jetzt hier in diesem ersten Replay schon ganz eindrucksvoll bewiesen. Unser Plan war, durch das Wadi durchzustoßen, die Gegner komplett unter Druck in diesem Wadi zu setzen und damit auch unserem Team, was vielleicht hier hinter erstmal passiv beginnt, die Möglichkeit zu geben oder zu motivieren, hier ranzukommen, auf das, was wir spotten, zu schießen. Zum Beispiel der T-54 Mod 1 hatte keinen Spaß, weil unser Team ist gleich nachgerückt, hat den T-54 Mod 1, nachdem wir ihn mit Schüssen versorgt haben, rausgenommen. Dann sind wir hier weiter vorgestoßen und ihr seht selber, dadurch, dass wir hier die Kanonen gebunden haben von dem japanischen Tiger, von dem OI, von dem Challenger, alles, was hier so stand, dadurch ist es unserem Team möglich gewesen, quasi hier mit geballter Kraft, mit dem Uni, dem dicken Max, dem T-34, 85, dem 110er durchzudrücken. Auch von der anderen Seite ist unser Team hier schön rumgekommen. Und wenn wir jetzt unsere Teamverteilung oder beziehungsweise mal unser Team farblich anschauen, dann kann ich dafür meine Hand ins Feuer legen. Hätten wir als Zug diese Aktion im Wadi nicht gebracht, dann hätte unser Team wahrscheinlich nicht so aggressiv auf allen Flanken gewonnen. Und das ist das, wozu ich euch hier in dieser Folge motivieren möchte. Wenn ihr als Zug unterwegs seid, sprecht euch vorher ab. Überlegt euch was und dann kämpft auch wirklich geschlossen zusammen. Fahrt nicht euren eigenen Krieg. Man sieht das ja immer wieder, gerade bei unerfahrenen Platoons, dann fährt der eine in den Norden, der andere fährt in den Süden, ein weiterer bleibt in der Base stehen. Das sind halt alles so Sachen, da negiert ihr im Prinzip komplett euren Vorteil, den ihr als Zug habt. Wenn ihr aber geschlossen irgendwo agiert und euch dann auch noch abwechselt mit dem Schüsse fangen, wenn ihr dann Gegner fokussiert, dann werdet ihr sehen, dass eure Winrate einfach automatisch extrem ansteigt. Das funktioniert aber, wie gesagt, wirklich nur dann, wenn ihr geschlossen als Einheit auftretet, wie das mit diesem Zugsystem auch gedacht ist. Wenn ihr einfach nur zusammen als Zug reinklickt und dann jeder seinen eigenen Random-Stiefel fährt und nicht bereit ist, auch für den anderen mal HP zu fressen, dann werdet ihr sicherlich nicht erfolgreich sein. Ich würde sagen, wir schauen jetzt noch mal ganz kurz hier auf die Postgame-Stats und schauen uns dann auch gleich das zweite Replay an. Ja, kein sensationelles Ergebnis. Zweiter Klasse, 47.788 Credits Profit gemacht, 4.238 Erfahrungen aufgrund eines Mal-3-Events, also es war der Tagessieg. Schauen wir mal ganz kurz auf die Teamscore und so sollte das in der Regel aussehen, wenn ihr Top-Tier seid im Platoon. Alle drei ganz oben mit dem Schaden, 3000 Schaden, 2800 Schaden, 2500 Schaden. Zusammen haben wir 7 Kills gemacht, das heißt gut 50% des Gegnerteams weggenommen. Aber gerade um diese Schadenswerte geht es und dann um diese Impulse. Es nützt nichts, wenn ihr nachher hinten raus euch irgendwo in der Base verkämpft als Dreierzug und dann auch diese Schadenswerte erzielt, sondern ihr müsst, wie gesagt, und das ist das, was ich immer wieder predige, auch was ich schon seit ich diese Videos mache, predige, legt als Zug die nötige Aggressivität an den Tag, dann kommen solche Werte dabei raus und dann werdet ihr auch feststellen, dass ihr auch so eine 55% Matches relativ souverän und sehr, sehr einseitig gewinnt, weil hier im Gegnerteam einfach kein Zug war, der uns jetzt aufhalten konnte. Und das funktioniert, wie gesagt, auch wenn ihr jetzt reinschreibt, ja, ihr seid auch die besseren Spieler gewesen und so, das funktioniert tatsächlich nur dann, auch mit dieser Aggressivität, wenn ihr geschlossen als Einheit, als Zug agiert. Schauen wir nochmal ganz kurz auf den detaillierten Report. 23.700 Credits plus gemacht, 1000 Schaden geblockt mit unserer Panzerung. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir so eine aggressive Aktion alleine gemacht hätten, da unten im Wadi, dann wären wir relativ schnell draufgegangen, gerade nachdem wir dann auf den Oho getroffen sind. Aber zu dritt hatte dann auch der Oho keine Chance, der Löwe hatte keine Chance und auch der T29, der sich dann hat noch ins Bachbett reinfallen lassen, auch keine Chance. Ich denke, wir haben da ganz solide gekämpft und dafür, dass es jetzt nur 5 Minuten gedauert hat, das Gefecht, 2800 Schaden, ein sehr, sehr solides Ergebnis und ich würde sagen, damit starten wir direkt in das zweite Replay. Ja, im zweiten Replay sind wir unterwegs auf der Map Burovanka. Wir sind wieder Top-Tier-Platoon mit unseren beiden IS-3en. Max sitzt im Objekt 416. Diesmal ist dabei Sonny Cracket aus dem Clan Quack, auch einer meiner
treuen Zuschauer aus dem Stream. Auch dieses Replay ist im Zuge des Freitagsstreams, wo ich mit meinen Zuschauern Zug fahre, entstanden. Wir werden jetzt hier aggressiv durch den Wald pushen und im Gegnerteam ist ein ganz, ganz super Beispiel dafür, wie man auf jeden Fall nicht in den Zug starten sollte, wenn man nicht möchte, dass man seine Winrate noch mehr kastriert, als das ohnehin schon der Fall ist. Wir schauen uns mal ganz kurz das Team im Gegnerteam an. Alle 22.000 Gefechte ISO 152, 29.000 Gefechte ISO 152 und 17.000 Gefechte T28. Alle drei aus einem Clan. Und liebe Leute, erstens sitzen alle drei in einem Non-Turret-TD, das heißt, alle drei sitzen in einem Tank-Destroyer, der keinen Turm hat. Dazu ist der T28 noch super langsam. Und gerade wenn ihr dann Top-Tier seid mit dieser Konstellation, dann wird euch euer Team regelmäßig dafür hassen, dass ihr so reingeklickt habt, weil ihr habt damit überhaupt gar kein Carry-Potenzial. Ihr habt überhaupt gar keine Möglichkeit, wirklich entscheidend auf das Spiel einzugehen. Und wir werden uns das ja auch im weiteren Verlauf nochmal anschauen. Auch wie die drei dann vielleicht versuchen zusammenzuspielen, vielleicht tun sie es auch gar nicht. Aber das ist so ein Paradebeispiel für Züge, die will man einfach nicht im eigenen Team haben. Wenn da drei, ja, ich würde nicht sagen unerfahrene, sondern eher schlechte Spieler, weil wenn mit 29.000 Gefechten immer noch keine vierstellige WN8 erreicht hat, tut mir leid. Da sind einfach viele Basics noch nicht verstanden worden. Und dann dreimal das Ganze und dann auch noch drei TDs, die jetzt nicht wirklich dafür bekannt sind, dass sie in der Lage sind, schnell Flanken zu wechseln, schnell Bedrohung zu isolieren. Und das hat uns dann so den ausschlaggebenden Grund gegeben, hier über diese Seite schnell vorzustoßen. CDC ist schon raus. Jetzt kümmern wir uns hier um den E25. Da brauche ich nicht mal zielen. Da drücke ich einfach rechte Maustaste. Mit unseren 226 Durchschlag, die IS-3 hat, ist der E25 auch Geschichte. Sonny Crockett nimmt ihn hier raus. Jetzt kommt von hinten noch ein Jagdpanther. Auch der gar kein Problem, durch seine Superstructure durchzuschießen. Mit 226 Durchschlag. Er trifft uns jetzt hier zwar, aber das ist hoffentlich dann auch das letzte Mal gewesen, dass er uns penetriert hat. Da ist ja schon Geschichte. Auf der anderen Seite hat Max direkt die FV-Arti rausgenommen. Und jetzt haben wir hier schon einen 5:1 Vorteil für unser Team geschaffen. Wir haben im Prinzip alles, was hier auf der Flanke war, komplett rasiert. Und Max ist jetzt entschlossen, dabei vorzufahren, zu spotten. Ich habe hier versucht, den E25 für mich so ein bisschen als Schutzschild, als Unterwandschutzschild vorzuschieben, aber keine Ahnung, der hat sich scheinbar in den Boden reingefressen, ich kann ihn hier überhaupt nicht bewegen. Das scheint irgendein Bug zu sein, es steht schon 6:1, eine von den ISOs ist da hinten auf der 1er-Flanke aufgetaucht und anstatt, dass die drei dann auch irgendwie zusammenstehen würden, werden wir gleich sehen, dass das Gegnerplatoon und das ist eigentlich viel mehr der Grund, warum ich jetzt hier dieses Replay rausgesucht habe, nicht weil wir hier eine wahnsinnig gute Leistung gezeigt haben, sondern wir haben einfach unseren Standardstiefel runtergespielt. Wir waren einfach aggressiv auf unserer Flanke, haben das Gegner-Setup zu unserem Vorteil genutzt, sind einfach super schnell durchgebrochen und bauen jetzt schon extremen Druck auf die Flanke auf. Da steht hinten die ISO 152, die andere steht da oben auf dem Hügel und da steht auch der T28. Also die Boys haben überhaupt gar keine Chance, hier auf das Gefecht einzugreifen und vor allem, wenn sie dann noch... Wenn sie dann auch keinen Scout im Gegnerteam haben, was sollen die drei Typen in ihren TDs dann als Top-Tier-Platoon machen? Also, wenn ihr euch davor bewahren wollt, euch selbst zu ärgern, dass die Gefechte für euch so laufen, dann tut euch selber den Gefallen und klickt nicht als drei TDs, die dann auch noch wie so ein T28 so langsam sind, dass sie halt wirklich gar nichts machen können. Tut euch selber den Gefallen und klickt so nicht rein. Ihr werdet einfach nur frustriert sein und regelmäßig, wenn ihr dann so ein Platoon wie mich und Max dann im Gegnerteam habt, dann werdet ihr einfach nur auseinandergenommen. Und das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Zugfahrens, das ist auch nicht im Sinne von, wir wollen Spaß beim Spielen haben. Viel mehr hätte es jetzt Sinn gemacht, wenn vielleicht zwei TDs, ein Light oder ja ein TD, zwei Heavies, solche Geschichten, die machen Sinn. Aber drei TDs ohne Turm, als Top-Tier-Platoon, dann noch mit Spielern, die jetzt, tut mir leid, nicht sonderlich stark sind. Das ist halt auch für euer Team schwer zu kompensieren, schwer zu tragen, das Ganze. Und ich bin auch immer relativ frustriert, wenn ich dann so ein Platoon in meinem eigenen Team habe.
weil es halt nicht zu einem ja, tollen Spielerlebnis beiträgt, sondern es frustriert vielmehr euer eigenes Team und es sorgt dann dafür, dass ihr Niederlagen wie diese kassiert, die sehr, 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 sehr eindeutig ausfallen. Ja, mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich habe hier dieses Replay mal rausgenommen, um quasi auch ein schönes Negativbeispiel mal zu haben, wie man am besten nicht Zug fahren sollte. Auf der anderen Seite, denke ich, haben wir hier ganz gut agiert. Wir haben jetzt schon zusammen insgesamt 9 Kills. Wenn jetzt Sonny hier noch den dritten Kill auf die Arti macht, dann haben wir hier sogar Waffenbrüder geschafft. Auch das eine schöne, sehr schöne Auszeichnung. Wenn ihr im Dreierplatoon Waffenbrüder kassiert und da macht Sonny Crockett den Kill. Also wenn ihr im Dreierplatoon Waffenbrüder mitnehmt, dann habt ihr auf jeden Fall in dem Match sehr, sehr viel richtig gemacht. Ihr habt gesehen, mal so das Kontrastbeispiel. Wir als Dreierplatoon konnten perfekt mit dieser Mischung zwei Heavies, ein Medium zusammen über eine Flanke pushen, konnten zusammen wirken, konnten zusammen Schaden austeilen, konnten zusammen Schaden aufnehmen. Genau das, was ich im ersten Replay schon angesprochen habe. Und im Gegnerteam, wie gesagt, da war das, und deswegen hat mir dieses Replay so gut gefallen, da war das Paradebeispiel für, wie sollte man nicht im Zug zusammenspielen, wie sollte man nicht in den Zug klicken und ja, wie schadet man sich nur selber und seinem Team und ja, 3 TDs und dann noch 3 Nicht-Torrid-TDs mit 3 sehr, sehr ja, unerfahrenen, schrägstrich schlechten Spielern. Ich würde jetzt hier eher für schlecht plädieren, weil erfahren, unerfahren kann man hier nicht sagen. Dann passiert sowas wie hier, ihr verliert 15-5 und eine extreme Mitschuld trägt sicherlich das 1er-Platoon im Gegnerteam, alleine, dass sie so reingeklickt haben und sich eigentlich schon im Vorfeld darüber im Klaren hätten sein können, dass sie so tatsächlich keine Matches entscheiden. Ich würde sagen, wir schauen kurz auf die Postgame-Stats und schauen uns dann auch gleich das 3. Replay an. Auch hier zwar nur 3. Klasse, aber solider Sieg, 41.790 Credits, 1.327 Erfahrung. Waffenbrüder, das, was ich eben schon angesprochen hatte, als Dreierplatoon Waffenbrüder mitzubekommen, da hat man auf jeden Fall mit 9 Kills schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir haben sogar 10 Kills zusammen gemacht, also nur noch 2 weg von entscheidender Beitrag. Dann haben wir hier noch den Spartaner bekommen für die Schüsse, die wir gebounced haben, beziehungsweise die Ricochets, die wir überlebt haben. Schauen wir mal ganz kurz in die Teamscore. Max ein sensationell gutes Spiel gemacht mit 3.643 Schaden, 4 Kills, eine Basiserfahrung von 1.053. Ich habe hier gemacht 2.421 Schaden und Sonny Crockett ist ja auch hier noch unter den Top 4 vertreten mit 1.453 Schaden, 3 Kills. Also auch hier wieder unser Platoon zumindest unter den Top 5, was den Schaden angeht und auch was die Erfahrung angeht. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz hier ins Gegnerteam. Die eine ISO 152 hat noch ja, zumindest noch 1.000 Schaden rausgebracht. Die nächste hat gerade mal einen Schuss angebracht, 783 Schaden. Das war dann auf mich der Schuss. Der T28, wo ist er? Nur einen Schuss rausgebracht. Also wie gesagt, so gewinnt ihr keine Gefechte, Leute, wenn ihr in so einer Zusammenstellung reinklickt, auch wenn ihr Just-for-Fun-Player seid. Ich denke, so eine 15-5 Niederlagen machen keinem Spaß. Und das soll jetzt hier mal so als abschreckendes Beispiel gedient haben. Ansonsten hinten im detaillierten Report diesmal nur 4.100 Credits plus gemacht, weil wir dann doch auf den T28 APCR geschossen haben, weil wir ihn die ersten beiden Schüsse nicht penetriert haben. Und ansonsten noch 573 Unterstützungsschaden, aber auch hier dieses Gefecht ist nur 5 Minuten gelaufen. Und so hat man in 10 Minuten schon einfach 2 Siege raus. Und ja, ich denke, das waren auch ganz vernünftige Ergebnisse, die wir hier eingefahren haben. Das eine mal 2.800 Schaden, jetzt hier 2.400 Schaden, 3 Kills. Also, wenn ihr das im Durchschnitt haltet, dann seid ihr auf jeden Fall schon sehr, sehr gut dabei. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal das 3. Replay an. Ja, im 3. Replay bin ich unterwegs mit Trangobas und Nevo, auch 2 Zuschauern aus meinem Stream. Trangobas sitzt in seiner IS-3, Nevo sitzt in seinem T-54 Mod 1. Es ist Prokhorovka, Begegnungsgefecht und wir haben uns jetzt hier bei diesem Matchup dazu entschieden, gnadenlos über den Hill zu pushen. Es gibt keine Arti. Es gibt aber auf der anderen Seite 3 Neuner in jedem Team. Auf der Gegenseite ein Objekt 704, ein T-30 und ein T-10. Und in unserem Team E75, ein WZ und auch ein T30. Wir haben uns, wie gesagt, dazu entschieden, dass wir hier nichts anbrennen lassen wollen. Und ja, in der Mitte zu spielen, ist mit der IS-3 halt immer so eine Sache. Kann man machen, aber gerade wenn man im Zug ist, dann möchte man, auch wenn man in einem Neuner-Gefecht unterwegs ist, doch immer den möglichst größten Einfluss haben. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, auf den Hill zu fahren, und das ist so eine Sache, die sehe ich immer wieder in Randoms, und auch wenn ihr mir jetzt sagt, okay, haben wir alles schon gesehen, wenn ihr
auf Prokhorovka euch dazu entscheidet, auf den Hill zu fahren, dann, liebe Leute, bitte tut euch selber den Gefallen und pusht bis hier vorne, ob es nun Arti gibt oder nicht. Aber wenn ihr hier hinten mit 5 Panzern rumsteht, hat euer Team nichts gewonnen. Hier vorne ist niemand in der Mitte, der euch hier Ziele präsentieren wird. Und das Gegnerteam kann hier, gerade weil der Norden sehr, sehr stark überlegen ist, was diese Hill-Position angeht, kann, wenn ihr nicht bis hier vorne ranpusht, diese Doppelbüsche hier nutzen, um euch gnadenlos auszuspotten, um gnadenlos einen Panzer hier nach dem nächsten rauszunehmen, der sich zeigt. Also von daher, tut euch selber den Gefallen, wenn ihr hier euch entscheidet hochzufahren, und wir haben uns jetzt hier sogar als Platoon dazu entschieden hochzufahren, dann müsst ihr auch die Aggressivität mitbringen und dann zu sagen, alles klar, wir pushen hier rüber, weil sonst werdet ihr regelmäßig hier am Hill auseinandergenommen, wenn ihr als Team im Süden startet. Genau das, was der WZ da macht, ist nämlich der falsche Ansatz, auch wenn es ein grüner Spieler ist. Erstens hat er nicht den Camo-Wert, um hier nicht doch gespottet zu werden. Zweitens ist der WZ kein Sniper-Panzer. Und drittens ist es so, so wichtig für das Team und die Entwicklung des Gefechts, dass ihr hier vorne genau diese Panzer aufmacht, die versuchen hier hochzukommen, die versuchen die Doppelbüsche auszunutzen. Und wenn ihr euch dann mal einfangt, ja, so what, das passiert halt. Aber ihr müsst hier trotzdem eine entscheidende Kraft sein. Wir haben jetzt darauf gewartet, dass wir hier vollzählig sind und haben dann gleich gesagt, alles klar, wenn hier noch die anderen Panzer nachziehen, dann werden wir hier gleich rüber pushen. Aber ihr seht es schon selber, wir haben jetzt hier den AMX-40 auch gespottet für unseren T-30, der da in der Mitte steht, der mit reinhalten kann. Ich habe jetzt hier nur leicht Probleme mit der Gun-Depression. Krangobas versucht das auf der linken Seite ein bisschen auszugleichen, das Problem mit der Gun-Depression. Wir warten jetzt hier auch nicht mehr lange und dann werdet ihr gleich sehen, dass wir hier geschlossen runter pushen. So, der T-54 Mod 1 immer noch offen. Dahinter steht irgendwo noch ein AMX-40. Da steht ein T-32 und der T-10. Und jetzt sind wir hier eigentlich in einer ausgeglichenen Anzahl an Panzern. Der Rheinmetall fährt vor. Und jetzt haben wir gesagt, alles klar, dann müssen wir jetzt runter. Der T-10 hat geschossen. Der T-10 First Target. Einfach, weil er der stärkste Panzer ist. Ich versuche jetzt hier noch den T-54 Mod 1 zu rammen. Bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass jemand anderes genau so den T10 rausnimmt. Deswegen habe ich schon auf den T54 Mod 1 geschossen. So, jetzt ist hier nur noch der T32. Der ist auch ein einfaches Ziel. Also ihr müsst manchmal einfach auch in Kauf nehmen. Jetzt bin ich hier vom Objekt 704 getroffen worden. Ihr müsst manchmal diese Schüsse einfach in Kauf nehmen. Nur um, dass ihr Bewegung ins Spiel reinbringt. Und so schnell kann man dann hier ein 4-0 rausholen. Jetzt noch ein schöner Schuss auf die Seite. Angezündet. Unser Rheinmetall nimmt dann den T29 raus. Es steht 5-0. Und das Ganze nur, weil wir jetzt hier komplett diese Aggression gezeigt haben, gleich bis vorne rangepusht sind, dadurch dann dafür gesorgt haben, dass der E75, der WZ auch mitkommen. Hätten wir jetzt das gleiche gemacht wie der WZ, dann wäre hier nichts passiert. Und ihr seht schon selber, das Gegnerteam ist hier auf der anderen Flanke relativ präsent. Wenn ihr also zu lange wartet, bis eure Teammates dann tot sind und bis hier das Gegnerteam die überlegene Position hier ausgespielt hat, dann ist es häufig genug schon ziemlich schnell, ziemlich vorbei. Jetzt hier leider unglücklich auf die Su-100 gebounced. Ja, warum zeige ich euch das Replay? Einfach aus dem Grunde, um euch mal zu zeigen, wer A sagt, muss auch B sagen. Also soll heißen, wenn ihr euch schon entscheidet, hier mit 3 Mann hochzufahren und dann auch noch 2 Top-Tiers dabei sind, dann passiert es euch ganz, ganz schnell, dass ihr, wenn ihr hier zu passiv seid, einfach den Vorteil aus der Hand gebt. Wir waren nicht passiv, wir haben hier den entscheidenden Impuls gegeben, nach vorne ranzufahren. Der Rheinmetall hat dann den entscheidenden Impuls gegeben, rüber zu pushen. Und wir sind dann auch konsequent auf die Gegner draufgegangen, ohne stehen zu bleiben. Also das ist so eine Sache, die müsst ihr einfach bringen. Und jetzt cappt unser Team das, glaube ich, leider durch. Ja, da ist der Cap-Sieg. Und schade, dass wir jetzt hier nicht noch weiter austeilen konnten. Warum habe ich euch jetzt dieses dritte Replay mitgebracht? Ganz einfach, um euch zu zeigen, wie man das hier oben spielen soll, weil ich weiß nicht, ob ihr selber diese Erfahrung schon gemacht habt. Wenn ihr hier in der Mitte steht oder wenn euer Team relativ präsent hier ist und ihr aber trotzdem 5 Panzer hier oben habt, die alle hier auf dieser H0-Position abcampen. Also
mir platzt da immer regelmäßig der Kragen und genau deswegen versuche ich das immer besser zu machen, weil ich regelmäßig ausraste, wenn hier mein Team entweder hier steht oder wie der WZ hier erstmal in den Busch versucht zu snipen mit einer der ungenauesten Kanonen, anstatt dass er, es gibt noch nicht mal eine Art, die anstatt dass er hier ranfährt, die Halldown-Situation ausnutzt, die Gegner hier für den T30 in der Mitte spottet und sobald man dann hier in der Überzahl ist, einfach rüberpushen und regelmäßig das Team, was hier die größere Aggression am Hill zeigt, wird diesen Hill auch gewinnen. Vom Norden aus kann man hier noch ein bisschen passiver über Spots arbeiten, vom Süden kann man das eben nicht machen und da gewinnt dann meistens nur das Team, was hier, wenn man aus dem Süden startet, was hier die Aggression bringt und den Hill dann irgendwann pusht. Wir haben das getan, das hat zum Erfolg geführt, leider hat unser Team das hier durchgekappt, aber mir war es ganz wichtig, euch zu zeigen, dass auch wenn ihr jetzt meinetwegen nicht Top-Tier seid, wobei die IS-3 ja auch in so einem Setup eigentlich schon als Top-Tier zu werten ist, dass ihr dann immer die nötige Aggression mitbringt und euch nicht darauf ausruht, dass ihr irgendwo eine Position bezieht, sondern ihr wollt als Platoon immer Akzente setzen. Was sollt ihr jetzt hier aus dieser Reihe, aus diesen drei Replays mitgenommen haben? Dass ihr als Platoon bitte immer einen Plan habt, dass ihr kommuniziert, dass ihr immer versucht, Akzente zu setzen und dass ihr euch immer so aufbaut, dass ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Wenn ihr diese drei Sachen beherzigt, dann werdet ihr sehen, dass ihr im Platoon sehr, sehr erfolgreich fahren werdet und dass dann auch Winrates am Abend von 80% überhaupt gar keine Seltenheit mehr sind, weil ihr im Prinzip in jeder Art von Gefecht die nötigen Impulse setzen könnt. Und wenn ihr nicht glaubt, dass das Ganze auch möglich ist im 10er-Gefecht mit einem 8er Heavy, dann guckt euch die anderen Reihen von Gefechtsausbildung für schwere Panzer an. Da habe ich auch ein Gefecht, wo ich als IS-3 relativ viel Schaden in einem 10er-Gefecht ausgeteilt habe. Also es ist alles möglich. Ihr müsst nur das Zepter in die Hand nehmen. Ihr als Platoon müsst die Pace diktieren. Ihr müsst die nötige Aggression bringen. Ihr müsst Akzente setzen. Und genau dann werdet ihr als Zug erfolgreich sein. Und wenn ihr euch nochmal kurz zurückerinnert an das Platoon aus dem zweiten Replay, bitte, bitte, liebe Leute, tut euch selber den Gefallen, klickt nicht so als Zug ins Gefecht. Wenn ihr eure TDs spielen wollt, dann entweder in einem Zug, wo ihr noch zwei mobilere Panzer dabei habt oder alleine, aber in einem Dreier-TD-Platoon werdet ihr regelmäßig auf die Schnauze bekommen. Gerade wenn ihr nicht so gute Spieler seid, dann wird sich dieses Erlebnis noch verschlechtern. Von daher würde ich sagen, schauen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Postgame-Stats. Ja, auch hier wieder nur dritter Klasse, 39.690 Credits, 1.112 Erfahrung. In der Teamscore sieht es wie folgt aus, mit 2.397 Top-Schaden gemacht. Nevo und Trango Bass sind auch unter den ersten 5, was den Schaden angeht. Ich denke, auch hier haben wir wieder gezeigt, dass wir als Platoon die nötigen Akzente gesetzt haben. Warum war mir das jetzt hier so wichtig? Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich euch jetzt hier drei Replays mitgebracht habe, die einfach nicht, das waren keine besonderen Matches, das waren keine herausragenden Schadenswerte, es war kein herausragend schlau gespieltes Gameplay dabei, sondern es waren einfach drei Replays, wo wir solide als Zug Akzente gesetzt haben, wo wir es solide runtergespielt haben und dadurch mit dem Sieg belohnt worden sind. Ganz einfach und keine große Hexerei. Also wie gesagt, ihr müsst da nicht auf die ultra gigantischen Schadenswerte von 5.000, 6.000 mit der IS-3 kommen, sondern es reicht schon, wenn jeder von euch so an die 2.500 Schaden macht, gerade wenn ihr Top-Tier seid mit der IS-3. Dann und ihr geschlossen agiert, euch auch den Schaden teilt, die Kanonen im Game haltet, dann werdet ihr einfach sehen, dass ihr, was die Winrate angeht, astronomische Werte erreicht und das war mir wichtig, euch das hier mal zu zeigen für diejenigen, die vielleicht noch den Fehler machen und so reinklicken wie das Platoon 2 aus dem zweiten Replay. Also, wenn ihr Zug fahren wollt, dann seid aggressiv, setzt Akzente. Nochmal ganz kurz hier hinten geschaut, 21.000 Credits plus gemacht. Ja, ansonsten auch nicht spektakulär ist, auch das Gefecht, keine 5 Minuten gedauert, also alle drei Gefechte waren auch so im Rahmen 5 Minuten, alle drei Gefechte waren sehr, sehr eindeutig und das hatte zum großen Teil damit zu tun, dass wir einfach dem Gegner überhaupt gar keine Chance zur Entfaltung gelassen haben und komplett aggressiv vorgegangen sind. Das müsst ihr als Top-Tier-Platoon auch machen und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, hat mir auf jeden Fall wieder viel, viel Freude gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich nach wie vor auch riesig über jeden neuen Abonnenten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die mittlerweile 4.700 Abonnenten. Ihr seid wirklich Weltklasse und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns spätestens wieder, wenn es wieder heißt Gefechtsausbildung mit Mausakrobat. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!